Grüß Gott, ich bin Otto Toka. Sie waren in meinem Praxis und dann haben wir eine CT-Aufnahme gemacht. Von diesem CT-Aufnahme haben wir eine 3D-Bild gemacht dann. Ich würde Ihnen ganz kurz zeigen dann, was wir in Zahnersatz empfiehlt machen für Sie. Das finden Sie in unserem Webseite hier unten. Ein kleines E-Book, wo können Sie dann in 8. Seite das zu finden, was ist die ideale Lösung bei Ihnen. Dann schauen wir das 3D-Bild, dann im Oberkiefer haben Sie nur 3 Zähne, was ist schon relativ schwach, das kann keine gute Zahnersatz halten. Wenn man wieder Zähne durchsichtlich, das Zahnwurzel ist auch sichtbar hier. In der Mitte kann man Ihre Nase sehen, neben die Nase, bei der Seite eine Nebenhöhle. Wenn möchten wir implantieren, dann die Implantaten können wir dort einsetzen, wo haben wir nur gute Knochen, keine Nebenhöhle, das heißt die Implantaten kommen vor dem Nebenhöhle und dort, wo haben Sie keine echte Zahnhäute. Das heißt, können wir dann relativ einfach implantieren, können wir nur stanzen, das heißt, die Zahnfleisch müssen wir nicht öffnen, sondern nur ein kleines 3 mm Durchmesser Eingang machen durch die Zahnfleisch, dann das Implantatbett können wir vorbauen, das Implantat einsetzen. Dann haben wir implantiert, dann das Heilungszeit dort etwa 4 Monate lang. In diesen 4 Monaten können Sie Ihre Zahnersatz noch weiter tragen. Nach 4 Monaten können wir einen Abdruck machen und in 10 Tagen kann Ihre Zahnersatz fix und fertig sein. 6 Implantaten nötig ist im Oberkiefer, dort haben wir nicht so harte, starke Knochen. Im Unterkiefer, wenn schauen wir das, dann unten haben Sie auch ein schwaches Zahn, was hat kleine Zahnwurzel nur. Und wenn oben bekommen Sie eine stärkere Zahnersatz, was kann man besser belasten, dann diese hintere Zahnersatz kann einfach überbelastet sein, dann verloren Sie das. Diese Zahnersatz hat jetzt eine Brücke mit Ihren vorderen Zähnen, dann wenn geht Ihr letzte Zahn kaputt, wegen einer Hebewirkung, können Sie dann gleich die vorderen Zähne auch verloren. Darum empfehle ich dann, das ein bisschen verstärken hier. Wie kann man das machen? Der letzte Zahn müssen wir ziehen, dann hier, wo haben Sie wieder keine echte Zahn, sondern nur harte, gute Knochen, dort können wir 2 Implantate noch einsetzen. Im Unterkieferknochen, das muss man sehen, haben wir beide Seiten einen Nervkanal. Diesen Nervkanal darf ich nicht stören, aber die 2 Implantaten können wir über dem Nervkanal machen. Wenn implantieren wir gleichzeitig oben und unten, das wird angenehmer für Sie. Erstmal finanziell müssen Sie nicht 2 OPs zahlen und die vielen Kleinigkeiten, dann sparen Sie etwa 800 Euro. Und haben Sie nur einmal einen OP-Tag und müssen Sie das nicht zweimal dann diese relativ unangenehmen Teile überleben. Dann empfehle ich dann, wenn nächste Behandlung kommen Sie, dann zur nächsten Behandlung kommen Sie, dann oben 6, unten 2 Implantaten einsetzen, diese letzte untere Zahn entfernen, vielleicht die vordere auch, da muss man das schauen. Ihre obere Zahn, das funktioniert noch weiter, dann müssen wir 4 Monate lang warten. 4 Monate später kommt ein Abdruck, eine Woche später eine Probe und ein paar Tage später wird Ihre Zahnersatz schon fix und fertig. Wenn haben Sie noch weitere Fragen, dann können Sie uns immer erreichen. Ich danke Ihnen.